Hallo, was ist Call by Result in Bezug auf Parameterübergabe bei Funktionsaufrufen? Nehmen wir an, wir haben hier eine ganz normale Funktion fx, die macht irgendwas. Irgendwann setzt sie den Parameter x auf 8, macht wieder irgendwas und dann ist sie zu Ende. Sie hat keinen Rückgabewert. Und normalerweise, wir rufen sie hier auf, wir haben hier eine Variable a, machen sie auf 5, rufen sie auf, geben die Variable a aus und wir erhalten natürlich 5 als Ausgabe. Das ist der normale Ablauf. Wenn wir Call by Result haben, dann ist die Ausgabe 8. Warum? Was passiert? Wann passiert es? Und zwar genau hier am Ende der Funktion, wenn der ganze Code abgelaufen ist. Hier am Ende kann man sich jetzt quasi vorstellen, dass a, der Originalparameter, der nach x kam, jetzt auf x gesetzt wird. Und das ist auch schon alles. Damit hat sich alles erklärt. Wenn wir das nochmal hier mit einer Tracing-Tabelle schreiben wollten, dann sieht das so aus. A ist natürlich 5 und x ist auch 5. Und hier, wenn das dann auf 8 kommt, ist A immer noch 5 und x wird jetzt auf 8 gesetzt. Dann kommt jetzt hier ganz viel anderer Code. Dann bleibt das so. A bleibt 5, x bleibt 8. Und erst hier am Ende, ich mache mal hier so bei der geschweiften Klammer zu, wird jetzt a auf 8 gesetzt und x ist auch auf 8 gesetzt. Und deswegen würde dann am Ende der Funktion hier die 8 rauskommen. Ein Beispiel, welche Programmiersprache das verwendet, weiß ich nicht. So, und das soll es auch schon gewesen sein. Auf jeden Fall in die Videobeschreibung gucken, vielleicht stehen da ja noch weitere Anmerkungen.